Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es schon wieder mal um das Thema Batteriefabrik in Deutschland. Und tja, ich weiß nicht. Also es hieß es ja erstmal irgendwann, VW will vielleicht, überlegt sich, und dann Bosch überlegt vielleicht, dann wieder nicht. Der nächste überlegt vielleicht wieder nicht. Dann kamen die Chinesen, wir bauen. Punkt. Überlegen sich nicht, sondern machen einfach. Und jetzt war ja der letzte Stand, dass ein Konsortium aus verschiedenen Herstellern, unter anderem auch Siemens war mit dabei und alles mögliche andere. Und da war eigentlich die Information, dass jetzt da doch eine Zellfabrik jetzt doch kommen soll von deutschen Herstellern als Gemeinschaftsprojekt. Aber, was soll man sagen, das wird jetzt abgewickelt, dieses Konsortium. Gibt keinen Geldgeber. Da frage ich mich jetzt wirklich, haben die jetzt den Gongschlag nicht gehört? Oder verstehe ich nicht. Also, sorry. Ne? Also, irgendwo sind es jetzt Dinge, da muss ich sagen, da habe ich jetzt überhaupt kein Verständnis mehr dafür. Und kann man leider nur sagen, wird Deutschland wahrscheinlich, was das Thema Batteriezellfertigung betrifft, vom Rest der Welt einfach abgekapselt. Naja. Was soll man sagen? Sie sind selber schuld dabei, meine Meinung. Es ist klar, dass wir eine brauchen. Die Kapazitäten werden benötigt und jetzt sind und bleiben wir immer noch abhängig von dem asiatischen Markt, den asiatischen Zulieferern, die halt jetzt bei uns halt dann produzieren. Ja, aber es sind trotzdem keine deutsche Wertschöpfung. Es ist asiatische Wertschöpfung und ein guten paar Arbeitsplätze bekommen wir davon, aber das Problem, glaube ich, wird immer schlimmer. Ja, weiß ich nicht. Gut, jetzt ist natürlich oben in Schweden soll ja eine entstehen, das ist zumindest mal was Europäisches, da am Markt ist oder auf den Markt kommt, das dann einigermaßen zumindest europäische Batterien liefern kann, aber sonst hört man also eigentlich nur von asiatischen Herstellern, die in den Markt investieren, und kein einziger europäischer Hersteller ist da dabei. Das ist schon echt zum Haare raufen. Also ich sehe da jetzt langsam schwarz, wenn jetzt dann sich nicht doch langsam mal jemand erbarmt, da mal was in die Hand zu nehmen. Was ist da rausgekommen vom der Altmaier, glaube ich, hat auch da groß getönt, dass jetzt da eine deutsche Batteriefabrik mit dem Konsortium kommen soll. Das ist jetzt wahrscheinlich die abgewickelt wird. Ne? Ja, es ist zum Mäusemelken. Naja. Schwierig, wirklich schwierig, was da man jetzt denken soll, was da in Zukunft kommt. Ne? Ja, wie seht ihr das? Habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht, was das Thema Batteriezellfertigung in Deutschland betrifft? Ist der Zug abgefahren? Kommt der Asiate und macht eine de facto Monopol draus, naja, Monopol ist nicht, Oligopol draus. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.